Ja, dann machen wir mal hier an der Stelle direkt weiter. Jetzt muss ich noch erstmal hier wieder. Ah, oh, es soll natürlich Nacht sein. Da werden wir natürlich jetzt 10.000 Tode sterben. Das ist nicht so in meinem Sinne. Dann machen wir TMT, MP weit weg. Und dann gehen wir mal nach Hause. Erstmal gucken hier TMP weit weg. Genau, das ist okay. Dann gehen wir mal hier hin. Go, go. Und machen wir hier unser Inventar wieder so ein bisschen leer. Was haben wir hier noch? Ein paar Baustoffe haben wir gesagt. Das hier und das hier. Wobei, das haben wir unten hier auch, glaube ich. An Kohle müssen wir noch mal schauen. Hier. Ja, da habe ich ja die Netherracks. Ich die jetzt. Ja, die passen jetzt nicht dabei. Blöd. Ja, wir müssen noch ein paar Kisten haben. Wir machen Folgendes. Wir packen die ME-systemrelevanten Sachen. Die packen wir ja, was ist das hier? Nee, Florid ist hier. Nee, die ME-systemrelevanten Sachen, die packen wir mal in diese Skystone Chest. Und dann haben wir da, nee, nicht Obsidian, aber das hier, Skystone. Hier noch? Nee, passt. Okay, das packen wir da rein, haben wir ein paar Slots mehr, die wir noch nutzen können. Hier unten noch alles mal. Sehr schön. Also das ist natürlich super wichtig hier. Na gut, dann gehen wir jetzt eine Runde schlafen und dann gehen wir wieder weiter suchen, ob wir da nicht irgendwie eine nette Location finden auf der einen Seite und auf der anderen Seite natürlich noch mehr Eisen oder so ein Gebirge halt, wo es viel Eisen gibt. Leider haben wir das bis jetzt noch nicht gefunden. Das ist etwas. Machen wir mal eben hier. Abbau von Eisen, den lassen wir mal. Den können wir mal wegmachen. Das habe ich leider mit dem Eisen das auch weggemacht. Ne? Kleine Eisenquelle. Da, die Portale, das lassen wir da weit weg. Da gehen wir mal hin. Das Eisen abbauen, das ist hier unter uns hier im Keller mehr oder weniger. Aber hier gehen wir mal hin. Und werden jetzt weiter Exploration betreiben. Jetzt müssen wir das Boot hier fahren, oder? Komm, wir gehen so rüber. Schön so rüber und gucken, was wir da drüben dann haben. Hier ist auch überall schön Clay für den Fall, dass wir nochmal was brauchen. Wir gehen da einfach auf die andere Seite. In der Hoffnung, dass wir dann da irgendwie mal was finden, was uns hilft. Das sieht so ein bisschen aus hier, als hätte man einfach nur mal wieder so eine Landschaft, mit der man nicht viel machen kann. Super schade. Aber gut, trotzdem, da oben sind diese Büsche, die nehmen wir natürlich mit. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man die mit Bäumen vervielfältigen kann, aber es ist auf jeden Fall so, dass wir, wenn wir solche Rosenbüsche finden würden, das wäre super cool. Aber das haben wir noch nicht. Hoffentlich gehen wir da jetzt erstmal so hin und holen die wir da hinten hier sozusagen vor die Nase gestellt bekommen haben. Diese hier nehmen wir mal mit. So, ich weiß es nicht, ob man die so, aber hier diese, also das ist auch sehr wichtig und gut, dass wir diese Farbstoffe halt einfach haben. Da braucht man nämlich nicht so zu mixen. Ja, später gibt es ja da so einen Mixer halt, ne? Aber den haben wir ja noch nicht. Da müssen wir sowieso mal, wir müssen auch mal hinkommen, dass wir Energie machen. Das wird sicherlich einer der nächsten Folgen sein, dass wir versuchen, Energie zu bekommen. In so einem Windrad oder irgendwie, müssen wir mal schauen, was wir da uns da einfallen lassen. Ja, ich sehr gerne. Ja, egal, gehen wir dann hier, versuchen wir hier weiter. Irgendwie weiterzukommen. Ja, was wollen wir denn hier? Nee. Mal runter, wieder willkommen, wir fahren mit dem Boot. Also diese Kletterei, die ist mir nicht so. Muss ich nicht haben. Schauen wir mal, was wir hier finden. Bootsfahrer können wir uns das hier. So, mal schauen. Das ist easy. Kann man gut fahren eigentlich. Brauchen sie natürlich Farbstoffe, aber das, die gibt es ja schon noch irgendwo. Ne? Mal sehen, ob wir die Map irgendwie aufgedeckt kriegen und ein höheres Gebirge finden.
Was natürlich super wäre. Aber ja, noch haben wir keins. Das ist sehr egal. Das ist vielleicht, na, das ist vielleicht ein bisschen höher hier, aber letztendlich ist es genau das Gleiche. So. Wir kriegen ja schon. Es ist eine Frage der Zeit und Geduld. Geduld ist hier gerade am Anfang immer eine wichtige Komponente. Ja. Aber okay, dann machen wir hier vorne. Nein, ich will ja nicht in die Ecke. Wie viel ist die Tastatur? Mir ruppig. Ich glaube, ich muss mir noch eine neue besorgen. Das ist mir schon seit Tagen ewig. Hast du mal Kohle? Wollen die abbauen? Klar, nehmen wir mit. Wer weiß, wofür wir Kohle noch brauchen. Also irgendwie kriegen wir das schon. Ich nehme es raus. Ja, genau. Ja, was lohnt sich doch, ein paar mehr Blöcke. Nett. Das macht doch Sinn, dass wir hier ein bisschen Energie besorgen. Aber wie gesagt, Energie würde ich gerne nicht mit Kohle produzieren. Das werden wir sicherlich am Anfang irgendwie müssen. Aber dann werden wir ganz schnell irgendwie versuchen, mit Windrädern oder so zu arbeiten. Aber dazu müssen wir erstmal einen ordentlichen Standort haben, denn so irgendwie da oben in so einer improvisierten Base, da müssen wir das Windrad auch relativ hoch stellen, da müssen wir so einen Turm bauen und so. Also das gefällt mir alles noch nicht so ganz. Wir sind noch zu früh im Spiel, als dass wir uns über solche Sachen großartig jetzt Gedanken machen können. So, was haben wir denn da? Nee, das ist kein Schnee, das ist auch wieder Salzzeug und irgendwelche anderen Sachen, die wir. Aber Tintenfische sind da, guck mal. Haben wir die uns auch mal Slime? Das ist kein Slime. Ist denn hier oben unten? Ah. Gar nicht so weit weg, aber naja, gut. Das ist. Wir haben nicht genug Baumaterial bei, das müssen wir dann irgendwann mal machen. Da gibt es ja nun genug von diesen Inseln. Diesen Sky-Inseln. Ja, vielleicht kriege ich dich ja sogar. Komm her zu mir, komm zu mir. Ja, genau. Ja, genau. Ich fahre auch hinter dir her, ich bin gar nicht so. Ne? Ja, und nochmal. Und dann kommen wir die ganzen Kleinen. Ja, genau. So, mal gucken, ob ich da was von euch kriege. Ja, aber ich kriege da nichts. Dort, da sind wir hier, aber da müssen wir gleich mal tauchen gehen, eine Runde. Was natürlich nicht so toll ist. Ja, ist klar. Ist alle auf einmal auf mich. Alle auf einmal auf mich. Genau, ich sehe das schon. Du kommst auch noch mal her. Komm her. Da ja, haben wir noch mal einen gekriegt. Da gehen wir noch mal einen. Komm her. Oh, die kommen ja an Bord. Das finde ich auch schon mal nett. Blinde Passagiere. So, jetzt steige ich aber aus. Dann hole ich mir die. Weil ich schwimme an der Oberfläche so ein bisschen. Sehr schön, okay, und dann geht's weiter. Okay, dann hauen wir mal ab hier und also das war eine sehr coole Action. Fand ich also sehr brauchbar. 14 Slimes. Aber wir haben ja auch selber unsere Base, die ist ja auch unser Slime-Chunk, wo wir dann ja, auf jeden Fall genug kriegen. Also da können wir ja immer wieder ernten gehen. Und ne, also für unseren eigentlich anfänglichen Bedarf, den wir hier noch haben, ist das auf jeden Fall ausreichend. So. Ah, ich weiß, du hast da wieder Tastatur. Das ist die neue Tastatur. Also die ist aus der Garantiezeit natürlich raus, aber ist schade eigentlich. Ich habe schon einmal versucht, da was zu machen, aber es ist mir nicht gelungen bis jetzt. Jetzt aber nochmal versuchen, ich bin ja gar nicht so. Aber erstmal mal das mit dem Ton, dass der Ton besser wird, ne? Dass wir da also eine bessere Akustik haben. Die Akustik hier im Raum ist eigentlich gut, aber dummerweise eben dieser Ventilator. Und der ist natürlich, sagen wir so, 30 Zentimeter vom Mikrofon entfernt. So über den Daumen, ne? Das ist natürlich nicht so. Fahren wir jetzt wieder zurück oder was? Na, ist ja egal, dann fahren wir mal. Da ist wieder, guck mal hier, da ist so ein Krater.
Da ist bestimmt wieder so ein Meteorit. Pass mal auf. Da geh mal hin. Das, weil da die anderen, die anderen Druckplatten kriegen. Das hätte doch mal was. Na komm, gib mal her das Brot. Dann gehen wir jetzt mal gucken, ob das wirklich so ein Meteoritending ist. Das ist sehr wahrscheinlich. Guck mal da, genau. Ja, der ist natürlich unter Wasser. Na, wie hässlich. Dann nehmen wir dahin, wenn wir dahin gehen, mal ein paar Sachen mit, die wir brauchen könnten. Oh, an die City ist immer gut zum Bauen. Und hier ist nochmal die Gravel, den nehmen wir mal. Wer weiß, komm, den nehmen wir auch mal mit. Das kann ja nicht schaden. Dann gehen wir da mal hin und holen uns noch ein paar Druckplatten. Habe ich denn eine Eisenspitzhacke dabei? Ja, habe ich. Sehr gut. So, das hat auf jeden Fall. Jetzt, ich will jetzt nicht nur diese Flintdinger haben. Ich will was zum Bauen haben. Okay, gehen wir mal schwimmen eine Runde und dann sehen wir mal weiter. Wir sind in der Mitte hier ungefähr. Das kriegen wir dann schon. Oder fliegen vier Sticks rum. Ja, wie auch immer. Ja, dann haben wir das ja schon mal recht gut. Da ist immer da einer. Und da einer. Mal da einer. Und da einer. Mal hier und den bauen wir weg. Und dann gehen wir nach unten. Dazu brauchen wir aber die Eisenspitzhacke. Das ist dann eben mal so. Boah, wird uns jetzt nicht umbringen. Ja, kann ich ja nur hoffen, dass wir die ergänzen. Wir haben die Calculation und wir haben die Engineering, ne? Und dann werden wir jetzt mal gucken, ob wir dann die Logic und die Silikon kriegen. Was uns natürlich enorm weiterbringen würde, ne? Also Richtung ME-System. Das hat dann schon Sinn. Da müssen wir wirklich langsam mal einen Standort suchen, der cool ist. Vielleicht nehmen wir diesen hier. Guck mal hier, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Wir jetzt mal die Umgebung hier mal nochmal erkundigen. Dann bauen wir eine Base hier auf in oder um den Meteoriten herum. Ah, guck mal, da sind wir jetzt. Guck mal, oh, mal gucken. Silikon haben wir schon mal. Und das ist die Logik. Hey, da haben wir sie alle. Ah, wie cool. Das ist ja wirklich cool. Machen wir mal sowas von. Müssen wir hier natürlich wieder raus, aber ich habe natürlich ein bisschen Baumaterial mitgebracht. Werden wir mal sehen, ob das genug ist. Ja, wird schon. Das wird schon. So einmal den, dann haben wir hier 1, 2, 3. Ja, da kommen wir hier noch ein bisschen. Lassen wir uns vom Wasser. Komm, wir lassen uns vom Wasser treiben. So, gucken, was geht doch. Alles gut, komm her, zack. So. Ja, also das ist zumindest eine Überlegung als Option. Jetzt haben wir schon wieder Nacht, das ist ja doof. Also eine Base hier, guck mal hier, das wäre doch mal cool, ne? Wenn wir das abdecken, hier mit Glas umbauen und so. Das ist auf jeden Fall mal anders als sonst. Ja. Warum sind die Sticks hier? Warum ist da oben Laub? Ist der Meteorit hier virtuell tatsächlich runtergefallen, als der Junk geladen wurde? Ja, wer weiß. Aber das machen wir mal. Ich mache mal hier einen Waypoint hin. 0, Base 2, Base 2, Meteorit. Ja, das sollten wir dann mal irgendwie hier. Go, go. Und dann gehen wir mal nach Hause und weil Nacht ist, dann gehen wir auch ins Bett und so. Dann können wir ja mal langsam in den nächsten Tagen planen, wie wir dann da hinkommen. Ich werde hier erstmal editieren und den hier auf diese Farbe setzen. Save. Da haben wir es nämlich Meteorit und dann haben wir den hier auch, ne? So, aber dann gehen wir jetzt mal hier zu dem hier. Das ist ja auch noch unser Bergbau-Ding, ne? Also jetzt haben wir hier erstmal, guck mal hier, jetzt haben wir die Calculation und, oder die Ding, guck mal, jetzt haben wir sie alle. Wir haben es jetzt ernsthaft, jetzt alle vier. Und damit können wir also wirklich enormen Fortschritt jetzt erzielen. Ja, das ist was. Das ist was.
Wir haben natürlich insgesamt noch relativ wenig von diesen Rohstoffen, aber wir brauchen wir brauchen den Lader da, diesen Kristall-Ladeding, und wir brauchen den Energy Acceptor. Wir brauchen überhaupt erstmal Energy. Also Energy haben wir noch gar nicht. Also wir sind da jetzt noch sehr, sehr am Anfang, und wir werden auch noch ein bisschen hier bleiben und farmen, aber den Standort finde ich wirklich cool. Also das würde ich schon ganz gerne nutzen, so dass wir da bei Zeiten, das tun wir jetzt hier unten rein, die Kohle auch, die Slimes auch, das Gabelzeug auch. Den Dirt haben wir da auch, und das Farbzeug und den anderen. Die Lava lassen wir mal auch hier. So, jetzt wollen wir hier mal das Gold noch dazu. Ja, also das ist von der Rohstoffausstattung, die wir haben, ist noch zu dürftig, zu wenig. Aber das ist ja nur eine Frage der Geduld und der Zeit, das kriegen wir hin. Ja, okay, jetzt überlegen wir natürlich, wie wir weitermachen. Also ich bin der Meinung, schreibt noch ein bisschen in die Kommentare. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch nicht haben solltet. Wäre also wirklich gut, weil wir dann einfach auch eine größere Community werden. Vor allem eine aktive Community wäre mir sehr lieb. Also wenn ihr tatsächlich was in die Kommentare schreiben würdet. Und natürlich liken das Video. Also ich denke mal, das ja, ist mehr oder weniger selbstverständlich, hoffe ich, dass ihr das tut. Seht ihr mal die Eisenspitzhacke nur mal aus dem aktiven Inventar hier raus, damit wir die nicht zufällig verbauen. Auch wenn wir schon mal hier sind, können wir uns ja noch ein bisschen Werkzeug hier, also zumindest, na warte mal, wie machen wir denn das am schlauesten? Wir gehen dann nochmal in die Kiste, machen uns noch ein paar Spitzhacken, denn ohne die ist ja alles nur halb, ne? Oder weniger als halb. So, die kommen dann wieder in die Kiste, die brauchen wir jetzt so unterwegs nicht. Na warte mal, wenn wir da was ausbauen wollen, dann sollten wir vielleicht beginnen dort, ja, irgendeine Art von Platte zu bauen, auf der wir erstmal anfangen können. Damit wir da irgendwie, ne, das wird ein längerer Prozess sein an der Stelle. Das werden wir natürlich vielleicht tatsächlich tun. Aber ganz viel Andesit haben wir hier. Nehmen wir das erstmal, das können wir abreißen später. Einfach nur, weil ich viel habe davon und das ist eh nur zum Bauen sinnvoll, das Zeug. Dann gehen wir jetzt mal tatsächlich da nochmal zu diesem, na, erstmal gehen wir schlafen. Sehr gut. Und dann gehen wir da mal hin. Go, go. Meteorit, go. Also ich finde diesen Standort, der hat, ja, ist gut, ist immer hier. Der hat was. Der hat was. Also finde ich, ne? Also, da unten drunter, da gehen wir noch mal, immer noch mal gucken, aber jetzt gerade aktuell eher weniger. Das stickst du mal mit, wer weiß, was gut ist. Dann bauen wir uns jetzt mal einfach hier so eine Art, was ich platte hin, mit dem man was von der aus man dann, ja, das war natürlich noch falsch. Okay, und ist dann erstmal, damit wir mal einmal abbauen hier. Das gefällt mir nicht. Dann sollten wir dann in der Umgebung hier auf jeden Fall auch ausleuchten. Und das ist zwei in die Richtung, dann haben wir hier auch zwei in die Richtung oder in alle Richtungen. So, da müssen wir da natürlich noch so einen Deckel drauf machen, nicht, dass wir da reinfallen. Das wäre ein bisschen zu, ja, wäre ja auch nicht, also 22 haben wir hier noch ein bisschen. Komm her. Go, go. Und hier machen wir irgendwie, also wir nehmen hier den Gravel hier, schmeißen den da runter, dann ist das Wasser weg. Das haben wir dann los und dann können wir das. Haben wir den Level da? Ich weiß nicht, wie weit. Ich hoffe, das reicht. Drei, weiß ich jetzt nicht. Mal gucken. Eins, zwei, drei. Passt wie Faust auf Auge. Na, perfekt. Lassen aber trotzdem als Zugang hier erstmal bestehen. Als Standort für unsere tolle Fackel. Und jetzt werden wir mal mit F7 schauen, dass wir hier in der Umgebung auch noch ein bisschen ausleuchten. Also da hinten in dem, da wo, ja, wir gehen mal einmal rundherum und machen da ein bisschen ausleuchten, dass die Viecher also nicht so direkt immer zu uns kommen. Ne? Das ist,
Wir haben genug Fackeln hier, also genug ist relativ, aber haben wir auf jeden Fall schon mal einige, dass wir hier ein bisschen was machen. Und halten wir uns hier so ein bisschen vom Leib. Machen wir hier, ob das reicht, ist da auf, ja, es reicht. Okay, dann machen wir hier nochmal eine. Dann nochmal eine, ja, ist so auch immer, das ist schon cool. Den bauen wir mal ab, bauen dann eine Fackel drauf. So. Ja, ist gut. Da haben wir hier wieder eine Fackel. Dann bauen wir hier eine Fackel hin, wo der Pilz weggeht. Ich glaube, nee, das steht dann erstmal noch. Ne? Ich weiß ja, mit Pilz müssen wir uns auch nochmal wieder beschäftigen. Also, die findet man natürlich reichlich in der Gegend, aber ich würde gerne es so haben, dass wir auch selber Pilze farmen, also herstellen. Also, da muss man irgendwie so einen dunklen Raum haben oder sowas. Ne? Das werden wir natürlich alles irgendwann kriegen. Wir werden also noch viele, viele spannende Sachen machen. Also nicht nur für Anfänger, sondern auch vor allen Dingen für Leute, die also richtig Semi-Profis sind. Ja? Also da werden wir auf jeden Fall noch einiges machen. Aber da sind wir lange noch nicht. Wir müssen ja erstmal hier die Grundlagen schaffen dafür. Da sind wir aber auf dem Weg. Das wird uns gelingen. Na komm her. Ist hier auch noch eine Fackel drauf. Haben wir hier wieder eine. Also nach unten sind wir noch nicht. Aber wir haben noch ein paar. Das ist ja schon mal cool. Schon okay irgendwie. Da müssen wir da weiter nach vorne. Wir müssen ja rundrum. Rundrum. Nee, die nicht. So mache ich. Das mache ich nur unter. Also nur ist gut, aber was mache ich eigentlich unter Tage immer, um zu wissen, in welche Richtung der Ausgang ist. Damit ich da nicht verlaufe. Wie mache ich das denn? An den Seitenrand tue, an den Stollen oder an Streb oder wo immer man gerade ist, dass man da eben sowas hat, dann weiß, ah, die Richtung geht da draußen. So, was haben wir noch? Ah, hier noch ein paar haben wir über. Ja, das macht doch echt Sinn hier, was wir hier treiben. Ja, dann noch da nochmal. Dann sind wir fast schon mal. Jetzt sind wir rum. Das ist aber natürlich nur noch 16, das ist jetzt nicht mehr so viel, die würde ich gerne für Bergbau haben oder für sonstige Gelegenheiten. Aber das finde ich aber schon mal eine sehr coole Geschichte. Vor allem habe ich den Eindruck, dass hier auch eine ganze Menge Fische sind. Schauen wir mal. Aber es sind wahrscheinlich diese Lachsviecher. Dann werden wir jetzt mal schauen. Aber ich glaube nicht, dass das Tintenfische sind. Oder was sind auch immer freundliche Mobs? Ja, mal gucken. Da hinten, ich sehe sie schon. Das sind die Lachsschwärme. Gut, da kann man natürlich mit essen und das ist schon cool. Ne? Also ne, kann man nicht meckern. Aber ja, so, jetzt haben wir hier unsere Base da. Nochmal so ein bisschen den Augenschein nehmen und weiterbauen. Dass wir da auch eine, sagen wir mal, irgendwie was mit Sicherheit haben oder sowas. Wir müssen dann hier auch eine Art. Ja, wie soll ich sagen, so eine Bodenplatte uns bauen, die dann, mit der wir dann irgendwie was machen können. Ne? Nee, Gravel will ich jetzt nicht, wie das an dir sieht. So, wollen wir mal schauen. Wir wollen das Ganze mal ein bisschen etwas personalisieren hier. Habe ich jetzt 10 oder was? 1, 2. 6, 7, 8, nur noch eine mehr. Und das machen wir jetzt mal in alle Richtungen. Dann machen wir es vor allem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, so weit reicht die Fackel. Na, machen wir nochmal einen weiter. Fackel hinstellen, die wegmachen, ob das. Ja, genau, also 7, genau. Na, so. Okay, das machen wir mal. Das ist ja dann hier direkt mit. Und hier ist es ja auch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das passt schon. So, machen wir in der Mitte hier die Fackel auch noch haben. So, und jetzt machen wir hier mal 1, 2, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. 1, 2, 3. Wer wird heute schnell? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Der siebte soll es sein. Hat das geklappt? Jawohl. So, das. Also, das wird so die Dimension, die erste, wo wir dann wissen, ah, und so Base wird dann die und die ja, Form oder was haben. Mal gucken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ja, passt. Sehr schön. Und da gegenüber auch noch. Dann haben wir das jetzt erstmal schon mal relativ nice hier und werden auf jeden Fall das noch eine 1, da kommen wir. 2, 3. Ich glaube, das war's hier. Das ist dann die siebte. Das ist die siebte. Ne? Mal gucken hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das reicht nicht. Ne? Das sind keine Zehn. Das ist blöd mit der Mathematik. Ne? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ne? Ich wusste es doch. Und dann ist die Fackel 1 zu wenig. Pass auf. Nämlich hier, ja, ich wusste es. Ne? Also, Mathematik in der Freizeit, nee. Okay, aber ich sag mal hier, das ist erstmal sozusagen unser Startpunkt. Ich schaue mir den jetzt auf der Karte nochmal an. Ja, na gut, also guck hier ist ja schon, also ist einfach eine coole Basebar. Also, das ist eine Vorlage. Hier ist sogar so eine Art Mini-Häfelchen. Das schaue ich mir nochmal an. Das werden wir da hingehen. Aber mal gucken, das ist da hinten irgendwo. Vielleicht das mal dann durch so ein Bypass irgendwie machen. Hier rein. Ja. So, mal gucken. Nee, was mache ich denn hier? Ist ja Quatsch. Moment mal. Dahin will ich. Nein, darüber. Da ist das. Da gucken wir da. Nee, nein, das sind die blauen Kreuze. Das gilt jetzt natürlich nicht. Mal gucken. Naja, also das ist schon die Richtung. Es ist zu weit und das wird auch zu klein sein, das Gewässer. Ja, das ist nur so ein kleines Ding hier. Naja, aber immerhin, oh, guck mal, das mit dem Fisch. Tintenfisch, Tintenfisch, du gehörst mir. Du schwimmst zu niedrig an Oberfläche, bist selber schuld. Komm her jetzt. Auch wenn ich dabei sterbe, kriege ich die schwarze Farbe von dem Gewässer. Die kriege ich. Alles haut er wieder ab. Ist klar. Da werden wir uns sogar nicht von beeindrucken lassen. Mal auf, beobachten, wo er sich dann versteckt. So, jetzt haben wir den und wir haben wahrscheinlich nicht mehr genug Luft. Schauen wir mal. Doch, haben wir. So, mal gucken hier. Der hat nichts geworfen, der Blöd. Oder haben wir das nicht mitgekriegt? Doch, das haben wir. Wir standen doch direkt daneben. Nein, der hat nicht so droppt. Unter Lebensrisiko. Doch, da oben schwimmt seine Oberfläche. Ah, ja, super. Da haben wir doch was. Ja, na gut. Nee, dann werden wir uns jetzt wieder nach Hause beamen und da jetzt erstmal gedankliche Vorbereitungen machen. Und wie gesagt, abonniert den Kanal, liked das Video, kommentiert vor allen Dingen. Das finde ich sehr wichtig. Also wirklich wahr. Ne? Auch wenn es ein bisschen Mühe macht, aber das sollte man vielleicht machen. Damit ich dann auch weiß, was sie so denkt. Das wäre mir doch wirklich ein Anliegen. Naja, und wenn ihr dann auch noch schreibt, von wo ihr kommt, so grob, dann könnte man da tatsächlich ins Auge. Warte mal, da habe ich den Gravel jetzt hier mit reingetan. Das wollte ich jetzt nicht. Naja, dass man wirklich ins Auge fassen kann, mal sich zu treffen irgendwie. Das kommt ja in unsere Technikkiste hier. So, okay. Das kommt da auch rein, eigentlich. Ja, komm, mal schon. Das müssen wir erstmal überlegen. Also, wie gesagt, ich mache jetzt hier einen Cut und wir sehen uns ja, bei nächster Gelegenheit. Wie gesagt, abonniert den Kanal, dann kriegt ihr auch mit, wenn das nächste Video hochkommt. Ich hoffe morgen. Und ne, also schauen wir mal. Also, immer also, häufig dann irgendwie abends nach der Tagesschau. Ne? Ne, also, ist so das Ding, was ich jetzt immer so mache halt. Aber gut. Ja, bis dann, Leute. Bis dann. Muss ich mal erstmal hier raus und dann abschalten, dann ist gut.